Entlastungen für die Pflegebedürftigen sollte die Pflegereform 2021 bringen. Doch die Belastungen überwiegen. Der Sozialverband VdK Deutschland kritisiert die Reform deutlich. Sie müsse von den Betroffenen bezahlt werden. Es musste eben schnell gehen mit dieser Pflegereform. Schließlich steht eine Bundestagswahl vor der Tür und damit das Ende dieser Bundesregierung. Außerdem müssen dringend höhere Löhne für die Pflegekräfte möglich sein, damit es sich auch finanziell lohnt, diesen Beruf zu ergreifen. Ob die Neuregelungen zur Tarifbezahlung dazu führen werden, bleibt abzuwarten. Kaum Verbesserungen gibt es für die häusliche Pflege und damit für 80% der über 4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland. Von einer echten Pflegereform kann man gar nicht sprechen. Es ist eher ein Reförmchen oder ein verhinderter Pflegereformversuch. Was wir uns gewünscht hätten, dass es wirklich echte Verbesserungen gibt, und zwar für alle, egal ob sie in einer Einrichtung leben, in einem Heim oder zu Hause gepflegt werden. Und für die häusliche Pflege ist gar nichts getan worden. Und so müssen die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen zu Hause den Preisverfall, die Inflation, die ja die ganzen Leistungen teurer macht, selbst bezahlen, weil für die überhaupt nicht mehr rausspringt. Höhere Kosten aber auch im Pflegeheim. Und da die Pflegeversicherung nur einen Teil der Heimkosten auffängt, steigt für die Pflegebedürftigen der Eigenanteil weiter. Aktuell liegt er schon bei über 2000 Euro im Monat im Bundesdurchschnitt. Dabei sollte er ursprünglich mal 700 Euro nicht überschreiten. So wollte es zumindest der Bundesgesundheitsminister bei seinen ersten Vorschlägen für eine Pflegereform. Hier wird es nun einen Zuschuss geben. Aber der beträgt im ersten Jahr gerade mal 5% des Eigenanteils. Erst in den Folgejahren steigt er deutlich an. Der geplante Zuschuss zum Eigenanteil von 5% hilft eigentlich kaum, weil schon jetzt klar ist, dass im Durchschnitt 873 Euro bezahlt werden, nur für Pflege von den Menschen in Deutschland. Sprich, der Zuschuss sind 44 Euro und der wird allein nächstes Jahr schon pulverisiert sein, dadurch, dass eben die Löhne steigen werden durch die Tarifverträge, dadurch, dass natürlich die Inflation zuschlägt. Und das werden wir sehen, das wird den meisten Menschen überhaupt nichts bringen, weil viele nur ein Jahr und oft nicht länger im Heim leben. Aber wirklich bringen tut die Entlastung erst was, wenn man länger als 3 Jahre im Heim lebt. Diesen Zuschuss gibt es übrigens nur für den Eigenanteil an den reinen Pflegekosten. Wer im Heim lebt, muss aber auch noch für die Verpflegung, für die Unterkunft, für Investitionen, für die Ausbildung der Mitarbeiter seinen Anteil bezahlen. Einen Zuschuss dafür gibt es nicht, auch nicht nach der Pflegereform 2021. Die Pflegekosten steigen also weiter. Das ist auch nicht verwunderlich, denn für eine gute Pflege braucht es Menschen, die die Arbeit machen. Und die wollen anständig bezahlt werden. Was ist also zu tun, damit die Pflegebedürftigen nicht immer tiefer in die Tasche greifen müssen? Die Pflegereform 2021 brachte ja nun offensichtlich nicht die Lösung. Eine wirklich gute Pflegereform müsste vor allem wirklich auch die Arbeit der Angehörigen zu Hause besser unterstützen und die Situation zu Hause verbessern, weil da wird der Großteil der Pflege gemacht und findet eben im häuslichen Umfeld statt. Deswegen bräuchte es eben ein wirkliches Pflegebudget, das eben eine zusammengefasste Leistung ist zwischen Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Es bräuchte ganz dringend eine Pflegepersonenzeit und Pflegepersonengeld als Möglichkeit für die Angehörigen, um wirklich zu pflegen, angelehnt an Elterngeld und Elternzeit. Es bräuchte mehr Kurzzeitpflegeplätze und es bräuchte natürlich auch mehr Zuschüsse, mehr Steuerzuschüsse zur Pflege, auch für die Einrichtungen, weil eins ist klar, wir werden mehr Personal brauchen, das muss auch bezahlt werden und dafür braucht es Steuern. Und ganz wichtig, wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die alle pflegebedingten Kosten trägt. Thank you.